Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Eigentlich ist es ja gar nicht mein erstes YouTube-Video. Ich habe schon YouTube-Videos gemacht, musste aber ein paar löschen, da man meinen Sohn gesehen hat und ich meinen Sohn aus dem Internet heraushalte. Ja, genau, ich stelle mich jetzt einfach mal kurz vor. Ich bin Sarah, ich bin 22 Jahre alt, ich bin mit 19 Mama geworden, bin alleinerziehend und mein Sohn heißt Dario und wird am 13. Dezember 3 Jahre alt. Genau, ich habe auf jeden Fall auf Instagram ein Q&A gestartet und dachte mir auch, ich starte auch so mein YouTube-Video. So erfahrt ihr auch ein bisschen mehr über mich, über mein Leben. Und so ist es einfach am sinnvollsten und deswegen würde ich sagen, starten wir mal. Kommen wir zur ersten Frage. Woher diese Kraft nicht aufzugeben? Ich weiß immer nicht, wo ich diese Kraft hernehme. Ich denke, meine Kraft und mein Halt ist mein Sohn. Sobald mein Sohn lächelt, ist alles gut. Ich glaube, wäre mein Sohn nicht da, ich wäre schon längst am Boden. Ich wäre schon längst kaputt. Aber wenn du ein Kind hast, du musst stark sein, du musst da sein, du musst für dein Kind da sein, du musst diese Kraft haben. Du hast gar keine andere Möglichkeit. Und wie gesagt, wenn ich meinen Sohn lachen sehe, dann vergesse ich jede Sorge. Fühlst du dich manchmal alleingelassen als alleinerziehende Mutter? Ja, es gibt schon Momente, wo man sich einfach alleine fühlt. Ich bin eh so ein Beziehungsmensch würde ich sagen. Ich kann nicht so alleine sein. Ich habe meine Familie, meine Freunde, die hinter mir stehen. Aber natürlich wünscht man sich irgendwann einen Ehemann, der dein Kind akzeptiert, der euch akzeptiert als Doppelpack und wo es auch einfach funktioniert. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie geht es deinem Herzen momentan? Also vielleicht wissen es viele nicht, ich habe Herzprobleme seit Geburt an. Es kam dann im Laufe der Zeit immer mehr dazu, bis man sich dazu entschlossen hat, eine OP zu machen. Wenn ihr etwas genauer dazu wissen wollt, hier unten sind alle meine Kanäle verlinkt, Instagram, TikTok, da könnt ihr einfach drauf gehen. Auf Instagram ist ein Live-Video gespeichert, da rede ich ausführlich über meine Herz-OP und da könnt ihr euch das einfach nochmal anschauen, falls wenn es euch interessiert. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lässt, genauso wie hier und die Glocke aktiviert, denn es werden ab sofort regelmäßige Videos kommen. Möchtest du deinen gelernten Beruf zurück, also in die Richtung? Also ich bin ausgelernte Kinderpflegerin, ich habe im Kindergarten auch gearbeitet schon, habe aber aufgehört, weil ich mich selbstständig gemacht habe. Mir war es aber wichtig, dass ich eine abgeschlossene Ausbildung habe, falls wenn die Selbstständigkeit nicht klappt, weil Selbstständigkeit ist einfach eine kritische Sache, man weiß nie, ob es klappt, aber beides wäre mir einfach zu viel, dann noch Dario. Das wäre einfach nicht kompatibel. Ich habe es mal versucht und es hat einfach nicht geklappt. Aber ja, wie bist du so stark geworden vom Charakter? Das ist ja der Hammer. Also ich denke einfach, es liegt natürlich viel an der Öffentlichkeit. Du musst stark sein, du musst auch irgendwie eine harte Hülle aufbauen. Aber es liegt natürlich auch daran, Niederlagen, Freunde, die vielleicht nicht korrekt zu dir waren oder so, wo du tief gefallen bist und dich dann wieder aufgerafft hast. Und das ist der Punkt. Das ist der Point, so wenn du tief gefallen bist, dich wieder aufzuraffen. Du bist viel stärker als je zuvor. Du wirst automatisch selbstbewusster. Und Selbstliebe. Fang an, dich selbst zu lieben. Hör nicht auf andere. Wenn du meinst, du musst eine Schönheits-OP machen, damit du dich wohler fühlst, dann mach das. Tu das, was du für richtig hältst. Wenn du meinst, du bist ein bisschen zu dick, du fühlst dich nicht wohl in deinem Körper, zu dick oder zu dünn, dann tu was. Aber mach es immer nur für dich. Das ist das Wichtigste. Mach es nicht für andere, mach es für dich. Hast du Angst vor der bevorstehenden OP? Ja, ein bisschen. Aber ich werde euch da, wie gesagt, auf Instagram mitnehmen, in meiner Insta-Story und werde versuchen, alles so real wie möglich rüberzubringen und euch auch die schlechten Seiten zu zeigen. Möchtest du noch mehr Kinder? Wenn ja, wie viele? Ja, ich möchte noch mehr Kinder. Ich möchte irgendwann eine Familie. Ich möchte irgendwann ein Familien-Content aufbauen auf Instagram. Mein Vorbild sind irgendwie immer die Harrison. Ich möchte ein Haus, Kinder, einen Mann an meiner Seite, ein Leben, ein richtig schönes Familienleben, einfach mit einem schönen Familienauto, von mir aus ein Wohnmobil und ja. Aber ich glaube, jeder oder fast jeder hat diese Träume. Was ist dein Lieblingsgericht? Lasagne. Es gibt nichts Geileres als Lasagne, Leute. Lasagne. Ich bin der Garfield höchstpersönlich. Wirklich. Du wirkst so reif. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht reif. Ich bin reif in vielen Punkten, was zum Beispiel meinen Sohn betrifft, was Verantwortung angeht oder sowas. Da bin ich reif, weil für meinen Sohn tue ich alles und ich zahle meine Miete pünktlich. Ich schaue, dass mein Sohn Essen hat. Ich schaue, dass es meinem Kind gut geht. Ich schaue, dass mein Sohn an nichts fehlt, an keiner Liebe, an gar nichts. In solchen Punkten bin ich sehr verantwortungsbewusst und weiß meine Ziele im Leben und weiß, was wichtig ist im Leben. Aber ich bin auch in sehr vielen Dingen noch unreif und dazu stehe ich auch. Ist ein Urlaub mit Dario geplant? Definitiv. Ich wollte eigentlich mit ihm wegfliegen, aber habe mich dagegen entschlossen wegen dem Druck auf den Ohren und ich einfach... Dario weiß ja gar nicht, was da jetzt passiert, der weint dann und das möchte ich ihm einfach nicht antun. Ich überlege, mit ihm wegzufahren, wahrscheinlich mit anderen Mamas und ihren Kindern. Und es wird wahrscheinlich ein toller Ausflug, ja. Habt
habt ihr eine Abendroutine? Ja, kann man sagen. Also zwischen 18 und 18:30 Uhr isst der Dario was unter der Woche, wenn er in die Kita geht oder in die Krippe geht. Dann zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr schaut er meist seine Serie Paw Patrol an. Ich glaube, jede Mama kennt Paw Patrol. Und dann machen wir ihn Bett fertig, umziehen, eventuell baden. Kommt drauf an, ob wir jetzt gerade auf dem Spielplatz waren oder nicht oder wie lange er jetzt nicht gebadet hat oder so. Aber ja, dann baden oder fertig machen, nochmal die Nägel kontrollieren, ist alles sauber, Zähne putzen, umziehen und dann lege ich ihn ins Bett. Er darf dann auch immer den Fernseher ausmachen, das mag er voll gerne. Und dann geht es auf jeden Fall für ihn ab ins Bett und dann lege ich ihn hin, streiche ihn noch ein bisschen, mache die Toniebox an, dann hört er mal so eine Hörfigur an. Irgendeine, das stört ihn nicht, das kann ich auch aussuchen, das sucht er manchmal aus, es ist unterschiedlich. Und dann schläft er irgendwann ein, also mein Sohn kann alleine einschlafen, jedes Kind ist unterschiedlich, konnte er aber auch eine Zeit lang nicht. Kommen wir jetzt zur letzten Frage, was ist denn passiert? Eine Trennung ist passiert, Menschen trennen sich, ich oder wir haben uns öfters getrennt, es ist einfach so passiert, Menschen machen Fehler, ich habe Fehler gemacht. Es ist viel passiert, viel Trubel ist passiert und ich habe aber mit dieser Person zu 100% abgeschlossen und warum, werde ich jetzt erläutern und ich glaube, dann werden mich einfach ein paar da draußen verstehen und nachvollziehen können, wenn man mit einer anderen Frau schreibt, als wäre man mit dieser Frau zusammen, egal ob diese Frau sich mit ihm getroffen hat oder nicht, und dieser Frau das Gefühl gibt, sie wäre was Besonderes, er aber gleichzeitig mit mir schreibt, auch wenn wir kein Paar waren. Wir waren da zu dem Zeitpunkt kein Paar, das sage ich auch so. Er mir aber schreibt, ich liebe dich und ich will dich zurück, ich vermisse dich und ich ihn sogar abhole vom Flughafen und bei ihm schlafe und er aber gleichzeitig mit einer anderen Frau schreibt und wir eine Beziehung eingehen wollten, er aber diese Beziehung privat diesmal halten wollte. Ich weiß noch, zu dieser Zeit war das so, jetzt weiß ich auch warum. Zählt das für mich als Betrügen? Jeder kann das anders sehen, das ist auch völlig okay. Für mich ist das Betrügen. Betrügen muss nicht immer anfangen beim Geschlechtsverkehr. Es kann schon viel weiter anfangen. Für jeden Menschen ist es was anderes. Für mich ist es so, ich fühle mich hintergangen, ich fühle mich nicht korrekt behandelt. Ja, wie gesagt, ich habe auch Fehler gemacht, aber diesen Fehler werde ich nicht verzeihen. Das war es jetzt auch komplett. Und ihr könnt euch dann selber jetzt ein Urteil bilden über alle Parteien. Und ich werde mich auch zu dem ganzen Thema überhaupt nicht mehr äußern. Ich habe jetzt alles gesagt, was gesagt werden musste. Und so bin ich jetzt auch zufrieden. Und es war mir einfach wichtig, ich wollte Gerechtigkeit, ich wollte mich auch gerade stellen, weil ich erst schlecht dargestellt wurde. Das ist auch mein gutes Recht, mich gerade zu stellen, wenn man schlecht dargestellt wurde, dass ich mich dann auch noch rechtfertigen darf. Ja, aber sonst trennen sich jetzt unsere Wege und auch auf Social Media wird nichts mehr kommen. Und genau, fühlt euch geküsst, bleibt gesund und bleibt immer standhaft. Ich liebe euch und danke für euren Support.